Hallo und herzlich willkommen zurück zum Green Hill Story Mode. Ja, es passiert. Ich spiele wieder Story. Ich weiß nicht, warum es passiert. Ich habe einfach Lust dazu. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Was habe ich überhaupt alles im Rucksack? Seit ich die Story gespielt habe. Ich spiele ja im Moment mit der Phoenixa Überleben. Und es wird Zeit, dass wir die Story weiterspielen. Es wird Zeit. Es tut mir leid, dass ich das so lange nicht gemacht habe. Ich bin aber tatsächlich sehr verängstigt von diesem Spiel. Und deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger, bis ich weiterspiele. Das habt ihr wahrscheinlich inzwischen schon gemerkt. Guck mal, geht schon gut los. Ich habe mal gerade so die letzte Folge ein bisschen angeguckt. Wir müssen hier hoch. Habe ich genug Verbände? Ja, habe ich. Okay. Nur für alle Fälle, weil die Schlangen sind allgegenwärtig und ich freue mich natürlich sehr darüber. Ich weiß auch immer noch nicht, wie man den Speer wirft irgendwie. Ich hoffe, hier kommen jetzt keine allzu großen Hürden, bis wir ein bisschen weitergekommen sind. Mit dem Speichern ist natürlich auch super. Dass wir immer was bauen müssen. Ich wünschte wirklich, wir könnten einfach so speichern. Aber das geht leider nicht. Also müssen wir damit klarkommen. Haben wir hier Schlangen? Nein, gut. Geht's uns eigentlich? Ach, super. So wegen den Eier, vier Löckel, das wir da getrunken haben, ne? Das, so ähnlich heißt das. Vielleicht haben wir ja Glück und hier spawnt gar nichts Viehzeugmäßiges. Hallo? Wollte den Stock da mitnehmen. So. Dann gehen wir hier rüber. Ich traue mich hier nicht, mich umzudrehen, sonst falle ich nachher. Okay, das ist einfach nur ein bisschen Wasser. Aber ich vermute, wenn wir da runterfallen, dann sterben wir. Bin echt gespannt, wie das mit der Story weitergeht, ne? Und ich möchte es jetzt auch wirklich, wirklich wissen. Kommen wir da hoch? Warum sollten wir da hoch? Bestimmt eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Aber ich möchte es gerne wissen. Hier ist einfach gar nichts. Alles klar, dann gehen wir wieder runter. Aber jetzt wissen wir das, dass da nichts ist. So, hier rüber. Hier geht es auch ziemlich tief runter. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Ich sag's euch. Eine Maus, das ist okay. Du kannst gerne hier rumlaufen. Ach Quatsch. Ich will immer mal ungefähr. Warte, wie viel haben wir? 40, okay. Besser nichts mehr einsammeln, außer vielleicht was zu essen. Verbände brauchen wir gerade nicht. Sind hier Nüsse? Nö. Gut. Da sind Nüsse gerade runtergefallen. Ja. So, und die nehmen wir auch mit. Geht's hier runter? Ist das schon ein Krokodil oder was? Klar. Ja, grinst mich nicht so blöd an, du Arsch. Tja. Ich habe Angst. Das ist doch tot, oder? Bist du tot? Ja, es ist tot. Okay. Ich glaube, hier ist auch kein anderes. Ja, das nehmen wir alles mit, vorsichtshalber. Na los! Ich glaube, auf der Insel können wir auch speichern. Oh Gott, ey. Ich möchte diese Larven haben, bitte. Okay, hier seid nur ihr. So. Ach so. Wofür nehme ich die mit? Weiß nicht. Hä? Was mit deinem Hals? Ja, das kommt davon, wenn man so ausgiebig gähnt. Aber jetzt kommt kein anderes. So. Schön hier einmal alles looten. Aha. Oh ja, das ist toll. Das hier essen wir mal. Und die Knochen.
immer noch. Nee, komm, ich glaube, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Was können wir denn noch loswerden? Nicht viel. Trink mal was. No, bad idea. Huch, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre... Na komm schon. Ich weiß, ich bin dreckig, aber... Okay. Wir sind aber immer noch voll überladen, ne? Oh, ich brauche 3 Knochen, um eine neue Axt zu machen. Na gut, zur Not können wir auch anders eine Axt machen, aber... Wir könnten das mal sammeln. Und ich... Ach komm, ich habe das hier, ne? Vergiss die Knochen. So, guck mal, so geht's. Hier latscht gerade niemand sonst rum, ja? Du könnt mit mir reden. Mir ist vielleicht ein Kaiman... Wie okay, vielleicht? I have something to tell you, but don't freak out, okay? Why would I freak out? I might have come across the Cayman. What? Jake, estás bien? ¿Te he hecho daño? I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. And what about the Cayman? Der ist nicht so fein. I killed it. How am I supposed to stay calm when you are charging at Caymans? Yeah. But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. That's true, but I killed the Cayman by myself. Hee. You're not letting this go, huh? Congratulations. You are the king of the jungle. Danke. This is exactly what I wanted to hear. Over and out. Yeah. Ja, okay, wir riskieren es mal, oder? Ich hoffe, da drüben sind keine Leute. Noch mehr Kaimane. Gott. Ja, I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Schön. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Ja, das stimmt. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. Wir gucken uns das gleich an. Ich muss mich waschen. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Mhm, das yeah. stimmt. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Mhm. So, warte, ich muss mich eben erst waschen. Damit ich die, wie heißen diese Vieh? Parasiten, damit ich die wieder loswerden. Wäre auch schön, wenn ich hier einmal speichern könnte. Ich weiß nicht genau, ob es geht. So. Okay, wir sind wieder sauber. Das ist schön. Dann esse ich jetzt mal meine Pilze und dann können wir weitergehen. Und noch ein. Okay, so. Alles wieder putti. Haben wir hier Schlangen? Hat ja gesagt, es ist abandoned, ne? Also können wir ja immer lang gehen. Können wir hier... Nein, wo können wir denn jetzt mal speichern? Muss hier erst ein Dach drauf machen. Es ist echt dunkel hier. Können wir hier speichern? Ja, ja, perfekt. Dann nehmen wir wieder diesen Speicherstand.
Da drunter ist übrigens der Speicherstand für die Phoenixer. Hier ist eine Angel, sehr schön, aber brauchen wir gerade nicht. Ich mach mal Feuer. Feuer, 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 damit ich mein Fleisch essen kann. So. Ah. Wir haben gerade gespeichert, alles gut. So, schön. Haben wir was für Suppe? Nö, noch nicht mal wirklich. Doch, ein bisschen Wasser habe ich, aber guck mal, hier ist eine leere Dose, kann man nicht benutzen, glaube ich. Trinken, sammeln. Ich würde ja hier gern was bauen, ne? Einfach nur, weil ich das so gewohnt bin. Aber nein, das machen wir nicht. Wir können ja auch gleich schlafen. Das. Perfekt. Was war das? Keine Ahnung. Ich hoffe, hier kommt hier. Der Kai kommt hier nicht jetzt, ne? Hoffen wir mal. So, so. So. Können wir auch unseren Wasservorrat hier mal aufbessern. Und dann können wir hier schlafen nachher. Also gleich. Oh, ein Tagebuch. Ist ja spannend. Das gucken wir uns natürlich auch an. Aber erstmal möchte ich gerne hier sauberes Wasser reinhaben. So. Machen die mal eben voll. Dann machen wir Suppe. Es ist sehr erleichternd gerade. Können auch zwei Fleisch können wir auch so machen, ne? Die anderen nehmen wir dann für Suppe. So. Haben wir gerade irgendwas? Nö, ne? Geht's uns so gut? Ja, guck mal, wie gut es uns gerade geht. Achso, Wasser, neues Wasser. So. Für die Suppe. Für die Fleischsuppe. Ja. Machen wir Fleischsuppe von. Wieso wird das nicht weiter? Keine Ahnung. Oder machen wir. Na doch, wir machen so eine Suppe. Mal schön auf Keimann aufpassen. Du erschreck mich nicht so. Geh weg. Kann dich auch eh nicht mehr tragen. Was habe ich jetzt gemacht? Nee, das war doof. Lass das bitte. Ach, jetzt muss das von vorne anfangen. Ich wollte diese Suppe nur trinken. Nein, da ist sauberes Wasser. Du nimmst das hier. Dahin. Und dann machen wir sauberes Wasser hier rein, ne? Ja. Ja, das machen wir wohl so. Und das kann auch dahin. Die hier, ich schmeiß mal hier hin. Es ist halt kein Zweck, die mitzunehmen. Das nehmen wir. Können wir noch irgendwas gerade braten? Nö, ne? Nö, sonst alles super gerade. Okay, wir lesen mal eben. Es wird ja hoffentlich nicht so lang sein. Oh Gott. Ja, wir lesen. Schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yao ist tot. Joao ist tot. Die Yapahuaca haben uns angegriffen. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angreifer waren Wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach auf ihn gestürzt. Überall war Blut. Wir wollten doch nur reden. Sie sahen furchtbar aus, wie Skelette. Sie waren wie Tiere, wie Dämonen. Wir haben Joao dort gelassen. Blanca wollte ihn holen, aber es wäre verrückt, dorthin zurückzugehen. Der Speer hat ihn einfach durchbohrt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe mein Tagebuch und damit all meine Aufzeichnungen verloren, aber ich musste einfach von Joao schreiben, um das zu verarbeiten, was passiert ist. Ich muss noch einmal von vorn anfangen, damit unsere Arbeit nicht verloren geht. Und Joao und als Beweis. Achso, damit Joao nicht verloren ist. Okay. Ich glaube, wir sind vorerst in Sicherheit. Almeida hat uns an einen Ort gebracht, der taktische Vorteile bietet oder so. Wir haben, hier haben wir unser Lager aufgeschlagen. Er hat Angst, dass sie uns verfolgt sind, weil er einen von ihnen erschossen hat. Carlos hat seit Tagen nicht geschlafen. Er starrt immer nur in den Dschungel und wartet, dass sie kommen. Himmel, wäre Almeida nicht gewesen, hätten sie uns alle getötet. Alle stehen unter Schock. Blanca hat es am schlimmsten getroffen. Kein Wunder, die haben ja auch ihren Mann umgebracht.
So etwas Schreckliches kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn sie Carlos erwischen. Die Gruppe will abstimmen, ob wir aufgeben oder weiter nach den Yabahuaca suchen sollen. Aber wohin sollten wir gehen? Wir können nicht zurück in die Stadt, höchstens mit Almeida zur Grenze. Aber das wäre ziemlich dumm, die lassen uns doch nie durch. Verdammt. Joao hatte die Karte. Okay. Das nehmen wir mit. Jetzt haben wir hier haufenweise zu essen und ich weiß überhaupt nicht, was wir davon mitnehmen sollen, ehrlich gesagt. Wir haben hier hinten nämlich auch noch was. Kohle haben wir hier noch, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Weil die können wir gleich noch ins Feuer packen. Die Kohle können wir ins Feuer packen. Mensch. Bananenblatt, was ist das da? Auch ein Tagebuch. Eine Vierergruppe unterwegs in nordwestlicher Richtung. Zwei Männer, zwei Frauen. Ihr Gebaren lässt vermuten, dass es sich um zwei Paare handelt. Nach Aussehen und Verhalten sind es junge Leute aus der Stadt. Keine Anzeichen von Krankheiten, wahrscheinlich gesund. Keine Schusswaffen, Macheten, Messer. Keine Kenntnis von Kampfkunst. Nur einer von ihnen sieht aus, als könnte er draufhauen. Sie sind schlampig und hinterlassen Spuren und Gegenstände, wo sie langgehen. Bisher befinden sich in ihrem Müll keine Medikamente. Joao führt die Truppe an, aber es gibt keinen starken Anführer. Strukturlos. Carlos soll wohl andere einschüchtern, muskelbepackt, aber sein Verhalten zeigt, dass er keine Ausbildung hat. Markiert den Harten, hat mich bisher nicht bemerkt. Isabel, Krankenschwester, Ärztin, Grundausbildung scheint vorhanden zu sein. Sie hat Carlos Wunde versorgt und Medikamente sowie andere medizinische Ausrüstung dabei. Die andere Frau kann giftige und essbare Pflanzen unterscheiden, ist aber keine Expertin. Grundausbildung, pures Interesse, vielleicht Hobby? Sie hat offenbar ein klares Ziel vor Augen. Joao hat Notizen zur Route dabei, aber die sind aus der Ferne unleserlich. Sie wollen jemanden treffen, suchen nach einem Unterschlupfschmuggler. Sie reden von Medizin und eine der Frauen hat von Leichen in einem Krankenhaus gesprochen. Sie haben eindeutiges Interesse an den Indios. Sie werden kaum so dumm sein, sich ihnen zu nähern. Beobachtungsergebnisse, sie sind harmlos. Die Ärztin konnte Teresita helfen. Sie könnten nützliche Informationen und Medizin haben. Ich gehe das Risiko ein. Okay. Was denn? Oh, super. Fuck. Ein Teddybär. Über das Insellager. Ja, was denn? Achso. Sie haben sogar eine Anaconda getötet. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Das stimmt. Got it. Survival of the fittest. Das könnte sein. Achso, wir können aber sagen. Sie hatten auch ein Kind bei sich. Mia. They had a kid with them. I... You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. Tja. Hier haben wir eine Karte. Achso, hä? Was kann ich denn da lesen? Da kann ich gar nichts lesen. Okay. Norden, Süden. Okay, wir sollen Richtung Osten. Da ist ein Flugzeug hingeflogen. Okay. Richtung Osten. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen froh, dass ich hier alles schon ein bisschen erkundet habe. Ich möchte eigentlich hier gerne eine Leiter hinbauen, damit der hochkommt, falls wer kommt. Ich glaube, das mache ich auch. Dass ich hier ein bisschen was erkundet habe. Kann ich eine Leiter bauen? Ich weiß gar nicht. Als ich alleine unterwegs war, als
sehr schön für dich. So. Weil ich mich so ein bisschen zumindest auskenne. Und das ist durchaus von Vorteil. So, ich möchte jetzt aber gerne einmal hier... Ich hoffe, ich falle da nicht runter, wenn ich oben bin. Sammeln. Und nochmal, glaube ich. Sammeln. So. Ach komm schon. Da auch noch. So, dann kann ich mich hier hoch. Dann hier in der Mitte auf jeden Fall. Ach, oh, guck mal, da können wir auch hoch, ne? Okay, von hier oben sieht es schön aus. Ich spreche mal hier mit mir über das Lager. Hier ist eine grob gezeichnete Karte. I found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. Alles klar. I knew I wasn't just seeing things. Wie, was? Was hast du denn jetzt hier seen things gesehen, mäßig? Hm? Keine Ahnung. Dir geht's voll gut, ne? Das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass dir so gut geht. Ich weiß schon, was ich meine. Ich möchte mir eigentlich nicht auf der Seite das, ach komm. Hallo? Tagebuch einfach an den Fall, das ist ja auch schön. Ich will mich nur waschen. Aber bringt ja nicht so viel, ne? Achso, aber weil sie Verdorbene sind da drin. Diese Garnelenfalle ist übrigens echt toll. Okay, einen Kai sehe ich hier nicht. Ich hoffe, hier ist keine Anaconda, wirklich. Ich glaube nicht, dass es eine lebende hier gibt, aber... Ah, okay. Ist nur eine, die noch gut ist. Ja, toll. Ah, warte, die kochen wir so und nehmen die mit. Hm. Ich dachte eigentlich da... Ah, gut. Die Bananen können wir morgen noch mitnehmen. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich schlafe jetzt einfach und gehe dann, hm? Ich könnte mich hier nochmal ein bisschen genauer umgucken. Die Machete, ne? 91%. Ach so, ach, ich habe ja schon eine. 76, na gut, dann. Wenn das so ist, ne, dann tauschen wir mal. Und nehmen die bessere, ist ja klar. Okay, wir gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Das haben wir schon gesehen. Hier können wir mal aufmachen. Ich weiß nicht, ob das Schmerzmittel in der Story was bringt. Mann, Angel, geh weg. Guck mal, da ist ja noch was. Hab ich gar nicht gesehen. Ich heiße Isabel Pinero Velo, okay, und bin Krankenschwester. Ich war dabei, als aus meinem Krankenhaus ein Hospiz wurde. In dem Patienten nutzlose Infusionen... Da, oh Gott. Nutzlose Transfusionen, nicht Infusionen, gelegt werden und alle auf ein Wunder hoffen. Niemand versucht wirklich zu helfen, weder die Ärzte noch die großen Unternehmen oder die Regierung. Deshalb habe ich mich entschlossen, etwas zu tun. Gemeinsam mit ein paar Freunden habe ich mich in den Dschungel aufgemacht, um den Stamm zu finden, der all das ins Rollen gebracht hat. Wenn die Indios die Krankheit auslösen können, oho, die waren also schuld, okay, können sie bestimmt auch behandeln. Higgins sagt, sie sind nicht aggressiv, also will ich sie höflich um Hilfe bitten. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht ganz allein die perfekte Medizin herstellen kann. Ich bin ja nicht blöd. Und trotzdem glaube ich, dass die Informationen... die ich sammle, irgendwem nützen könnten. Ich teile meine Ergebnisse mit jedem, der mir einen fairen Deal anbietet. Aha. Ich tue das aber nicht fürs Geld. Ich will nur helfen, Menschenleben zu retten. Aber die Expedition wird Zeit brauchen und nicht ungefährlich sein. Außerdem begleiten mich gleich 5 andere. Ich muss über alle Mitglieder meines Teams nachdenken. Aha. Sie riskieren eine Menge für mich. Wir werden die Medizin niemandem verwehren, aber wir verdienen, für unsere Mühen entlohnt zu werden. Okay. Ich will die gesamte Expedition in diesem Tagebuch festhalten. Wer weiß, vielleicht schreibe ich ja sogar ein Buch, so wie Higgins.
Nur wird meins wertvoller sein, weil es von der echten Medizin handelt. Erster Expeditionstag. Wir sind zu viert aufgebrochen. Carlos, Blanca, Joao und ich. Ich habe Sorge, dass wir uns nicht genug Zeit zum Packen genommen haben, aber das Chaos in der Stadt wird immer schlimmer. Also haben wir beschlossen, nicht länger zu warten. Es ist so schlimm, dass keiner im Krankenhaus gemerkt hat, wie viel Ausrüstung und Medizin ich mitgenommen habe. Ich will den Diebstahl nicht rechtfertigen, aber wir werden das Zeug wenigstens für etwas Sinnvolles benutzen. Unterwegs haben wir ein paar Leute angesprochen. Sie haben gefragt, wohin wir wollen. Haben uns ein paar Leute angesprochen. Sie haben gefragt, wohin wir wollen und ob sie sich uns anschließen dürfen. Ich konnte die Angst in ihren Augen sehen, aber wir können niemanden mitnehmen. Wenn Leute allzu aufdringlich werden, schüchtert Carlos sie ein. Glücklicherweise konnten wir bisher auf Gewalt verzichten. Wir halten unser Ziel geheim und Joao ist ziemlich gut darin, so zu tun, als wüsste er nicht, wohin er geht. Wir holen die Karte nicht hervor, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand die darauf markierten Routen sieht. Ich muss ab und zu mal hören, ob hier nicht wer kommt, weißt du? Bisher kommen wir gut voran, sogar schneller als geplant. Tag 8. Blanca hat mir am Wegesrand ein paar interessante Pflanzen gezeigt. Ich habe Proben von allem mitgenommen. Es handelt sich um Blätter, aus denen man Tee gegen Verstopfung und solche Dinge machen kann. Das ist nicht die Medizin, die wir brauchen, aber wer weiß, vielleicht stellt sich am Ende die einfachste Lösung als die beste heraus. Schließlich haben die Indios keine großen Erfindungen vorzuweisen. Sie verwenden einfach das, was sie im Dschungel finden. Vielleicht liegt die Lösung ja in einer Mischung verschiedener Blätter. Ich sammle zur Sicherheit alles ein. Da fällt mir ein, wie wollen wir überhaupt mit den Indios kommunizieren? Keiner von uns spricht ihre Sprache. Ich dachte, vielleicht zeige ich ihnen einfach verschiedene Blätter, Früchte und Wurzeln und sie müssen einfach nur nicken oder mit dem Kopf schütteln. Ja, das klingt nach einem tollen Plan. Es ist schon wieder morgens, ne? Ich habe nicht geschlafen. Ich schlaf mal eben ein bisschen. Halte ich für sinnvoll. So ist das also mit der Krankheit gewesen. Alles klar. So, einmal wieder aufwachen, bitte. Keine Untiere. Nur du da. Gut. Na, ich bleib mal bei dem Speicherstand. Was? Hä? Ich hab den nicht umgedreht. Der hat sich selber umgedreht. Warum? Okay. Nehmen wir mal so hin. So, da ist was. Ich muss hier durchgucken, ob ich noch was finde. Da finde ich noch mehr. Oh! Geh weg! Ich habe einen Speer! So, oh. Verbrannt. Okay. Haben wir denn vielleicht noch was zum Frühstücken? Warte, wie geht's mir? Ja, so ein bisschen von allem, ne? Dann lass uns doch eine Madensuppe machen. Die sind noch ein bisschen haltbar. Nüsse, ja. Die essen wir. Keine Madensuppe. Ist egal. Du weißt schon. Können wir das auch da rein tun? Boah, ich hasse das. So. Bisschen Kohlenhydrate. Habe ich hier was? Ja, die Pilze. Aber die will ich eigentlich aufheben. Ess mal zwei davon, ne? Dann hoffen wir mal, dass das hier das letzte ist, was wir lesen müssen. Ich speichere nochmal. Ja, in diesem Spiel. Ich habe echt Angst, dass ich hier aus Versehen speichern würde. Dann wird die Phoenix ja sauer sein. So, jetzt habe ich mich wirklich selber umgedreht. Gut. Hier, Tagebuch. Huh. Ich glaube, wir nähern uns den Yabahuaco. Gut, dass wir als erstes gelesen haben, dass Joao tot ist. Joao sagt, er kann deutlich die Anzeichen erkennen, dass irgendjemand hier war. Er hat am Flussufer sogar einen Fußabdruck im Sand gefunden. Ich habe Higgins Buch bestimmt schon 5-mal gelesen. Ich bin bereit. Ich habe mir die Medizintasche angesehen. Alle Spritzen und Tuben sind an Ort und Stelle. Ich hoffe nur, sie lassen uns ihnen Blut abnehmen. Ja, bestimmt. Hier, piek's mich, komm.
Ich glaube nicht, dass die einfach so sich gut abnehmen lassen. Auch wenn die netten, also wenn es die netten sind, so. Wobei das der letzte Ausweg wäre. Wir hoffen, dass sie uns die Zutaten für die Medizin überlassen, wenn wir ihnen sagen, was in der Welt vor sich geht. Als ob sie sich das. Die interessiert das doch nicht, oder? Vielleicht sogar die Medizin selbst. Sie müssen sie einfach haben. Schließlich werden sie nicht krank. Ich komme einfach nicht über das Mikroskop hinweg, das unterwegs kaputt gegangen ist. Überraschung! Heute kam jemand aus dem Dschungel auf uns zu. Wir dachten schon, wir hätten die Jabahuaka gefunden. Aber es war nur ein normaler Typ. Erst fürchteten wir, dass er zum Kartell gehört, weil er wie ein Ganove aussieht. Okay. Aber er ist Polizist. Er heißt Antonio Morellis Almeida. Ach, der war das. Okay, der hat die beobachtet. Er hat seine Frau Sophia und seine Tochter dabei. Sie hatten großes Glück, uns zu begegnen, denn die Kleine hatte Fieber. Carlos ist fast durchgedreht, weil er dachte, sie hat den Virus. Ein Virus ist es. Nein, es ist nicht Covid. Okay, ist ein anderer. Er wollte nicht, dass ich mich um sie kümmere, aber letztlich konnte ich ihn davon überzeugen, dass sie nur einen normalen Infekt hatte. Ich habe ihr Medizin gegeben und ihr für die Nacht meinen Schlafsack überlassen. Morgen wird es ihr schon viel besser gehen. Carlos will uns einreden, dass Almeida nicht vertrauenswürdig ist. Er glaubt, er sei nicht wirklich Polizist, sondern Soldat, weil er eine Waffe trägt und diesen Befehlston an sich hat. Ich jedenfalls bin froh, dass er bei uns ist, denn mit ihm auf unserer Seite sind wir besser gegen Raubtiere geschützt. Und vielleicht jagt er uns so, ja sogar etwas zum Abendessen. Carlos ist wahrscheinlich ein wenig eifersüchtig, weil er derjenige sein will, der mir Sicherheit gibt. Aber eine Schusswaffe ist eben besser als eine Machete. Nur Sophia ist leider etwas schwierig. Sie ist furchtbar arrogant. Sie hat mir ihre Pässe gezeigt und gesagt, weil sie Amerikanerin und Mutter ist, würde man sie bestimmt über die Grenze lassen. Ich weiß nicht, ob sie naiv oder einfach nur dumm ist. So oder so bleiben wir erst einmal zusammen, bis es der Kleinen etwas besser geht. Okay. Jetzt bin ich aber. Liegt hier noch was, wo denn von der Kleinen nochmal die Rede ist? Ist hier irgendwas? Ja. Da ist was, aber ich sollte mein Fleisch essen und das austauschen. Das ist, glaube ich, besser. Mein Bidon. Mein Bidon. Mein Bidon muss ich dann mal voll machen. Auch. Hallo? Ist hier irgendwie? Nein. Das war ein Fisch. Alles gut. Doch, so war richtig. So, hier machen wir nochmal dreckiges Wasser rein. Okay, im Moment sehe ich hier nichts Bösartiges. Haben wir hier eine Frucht? Ja. Braucht die halt gerade nicht, ne? Ist das Problem. Also, warum soll ich die da machen? Was machst denn du da? Er hat Spaß. Er hat halt Spaß. Zettel. Ich wollte noch mal gucken, ob hier Zettel sind. Genau. Hä? Ich habe die doch genommen? Mann, ich bin doch hier gerade. Habe ich eigentlich überall schon Knochenrüstung? Weiß ich gar nicht. Sollte ich mal gucken. Das ist Knochenrüstung. Das auch. Das Knochenrüstung. Okay, habe ich. Gut. Ja, ist gut. Die schützt mich ja Gott sei Dank so ein bisschen, ne? So, hier ist wirklich nicht noch irgendwas versteckt, ja? Was ist das da? So, den hatte ich schon, ne? Eine Vierergruppe, ja, genau. Huch, Entschuldigung. Das hatte ich, das hatte ich. Ist hier noch irgendwo ein Zettel versteckt? Irgendwo drunter vielleicht? Warte mal. Was? Keine Ahnung. Ich muss hier, glaube ich, mal aufräumen, damit ich hier drunter gucken kann. Tut mir leid, aber ich will nichts verpassen. So, da haben wir noch ein paar Bananenblätter. Die nehmen wir auch weg. Legen wir mal dahin. Ich dachte, da wäre wieder viel.
Ach, das habe ich aufgemacht. Das war das Geräusch. Okay, alles klar. Das ist okay, das darf Geräusche machen. Aber hier ist sonst nichts, ne? So, dann würde ich sagen, warte mal, was gibt mir das denn hier? Nicht bekannt, ja, okay, aber ich esse jetzt hier alles auf. Und weiß zwar nicht, ob das so klug ist, aber ich habe, wie gesagt, nicht so viel Platz und ich muss halt ein bisschen gucken, dass ich die sinnvolleren Sachen mitnehme, ne? So, 37. Die nehme ich auch mit, die wiegen ja auch nicht so viel. Das ist eine leere Dose. Das da hinten hätte ich ja noch. Chips. Chips, Kohlenhydrate, sehr gut. Das, ja. Nehme ich noch eine Kokosnuss mit? Nee, ne? Obwohl, vielleicht doch eine. So, wo sind wir? 42. 42 ist die Antwort, das ist ganz gut. Mir geht es unfassbar gut. Haben wir jetzt noch? Ich habe dreckiges Wasser, ne, das ich hier reintun kann. So. Dann trinken wir das nämlich noch eben und dann geht's noch nicht los, weil ich voll auf Toilette muss. Tut mir leid, aber ich muss echt bewegen. Schade. Kann man hier vielleicht ein bisschen umsortieren? Der sortiert das irgendwie echt doof, finde ich. Das würde vielleicht ein bisschen sinnvoller gehen, muss ich sagen. Die Nüsse. Guck mal hier, Orangensaft. Nimm den auch. Wo ist er denn jetzt? Na gut, den packen wir dahin. Kann hier drunter eine Dose? Nein. Zweimal Schmerzmittel? Nee, aber einmal und da einmal. So. Dann dahin. Das ist echt doof, ne? Dass man hier immer so sortieren muss. So, jetzt müsste doch da noch was hinpassen. Ja, aber nicht das. Nüsse? Auch nicht. Haben wir nur eine Dose, die irgendwo da hinpasst? Ja. Okay, die passt noch. Gut. Trinken, trinken. Im Moment sieht super aus. Warte, nein, ich speichere, dann wasche ich mich, dann speichere ich nochmal. Und dann. Habe ich Angst. Und dann, diese hier, ne, die Frösche sind übrigens ganz böse. So. Dann nochmal schnell speichern. Diese Anaconda, ne? Ich habe mich schon so an ihren Anblick gewöhnt, dass ich auch überhaupt nicht so gesagt habe, ne? Ist auch toll. So, nochmal speichern. Und dann gehen wir Richtung Osten. Ist das da lang? Ja, tatsächlich, diese Richtung. Okay. Machen wir aber erst gleich. Ich bin gleich wieder da. Do you even remember how you got here? How long have you been here? How long can you survive on your own? Weeks passed. You still think you can save me?